Hallo Leute, heute in Mathematik in 5 Minuten Annuitätentilgung und hier ist die Besonderheit, der zu zahlende Betrag jedes Jahr ist gleich, also die Annuität ist immer gleich. Ja, wie berechnet man jetzt hier sowas in so einem Tilgungsplan? Und da muss man die Annuität berechnen, die berechnet man als Kapital, das ich mir von der Bank geborgt habe, mal Q hoch n mal Q minus 1 durch Q hoch n minus 1. Ja, würde ich sagen, starten wir gleich in ein Beispiel rein. Also ich habe 100.000 Euro von der Bank mir geliehen für einen schönen Sportwagen. Habe dann einen Zinssatz bekommen von 10%. Und möchte das Ganze, meinen schönen Porsche, auf 5 Jahre wieder abzahlen. Und ich möchte immer gleichbleibend meinen Porsche abzahlen. Also jedes Jahr immer gleiche Zahlungen. Gut, wie berechne ich jetzt sowas? Also das Ganze hier einsetzen. Das hier ist K0. Das ist ja, Q noch nicht. Das ist der Zinssatz. Das ist auf jeden Fall mein N. Also hier der Zinssatz, das ist 1 plus hier 10%, 0,1 ist 1,1, das ist Q. Gut, jetzt setzen wir mal ein, dann habe ich 100.000 mal 1,1 hoch 5 mal 1,1 minus 1 durch 1,1 hoch 5 minus 1. Ja, wenn ich das Ganze ausgerechnet habe, komme ich hier auf 26.380 Euro. Wie schon gesagt, ich runde hier auf Euro. Kann sein, dass hier der ein oder andere Euro hier mal abhanden kommt. Das nur am Rande. Das hier ist auf jeden Fall meine Annuität. So, dann starte ich mal hier mit meinem Plan. Hier habe ich meine Restschuld. Hier habe ich meine Zinsen. Hier habe ich meine Tilgung. Und hier habe ich meine Annuität. Und ihr wisst ja, die Annuität soll ja immer gleich bleiben, hier von 26.380 Euro. Und zwar auf der ganzen Linie, also kann ich das hier schon mal hinschreiben. So, also hier habe ich meine 100.000 Euro. Restschuld ist am Jahresanfang immer und Zinsen sind hier zum Jahresende zu zahlen, was da als Hinweis. So, also ich habe hier 100.000 Zinsen, 10%, einfach zu berechnen, sind 10.000. Somit ist meine Tilgung, ist ja Annuität minus Zinsen ist Tilgung, also 16.380 Euro. Wenn ich jetzt hier, also meine Restschuld tilge ich mit dem, dann bleibt hier übrig 83.620 Euro und jetzt wieder die Zinsen davon, 10% sind 8.362 Euro. Jetzt muss ich Annuität minus Zinsen, ergibt Tilgung, das sind dann 18.018 Euro. Genau, dann, ihr seht schon, das ist die Motze Tipperei, ich habe mir die Werte jetzt alle schon mal rausgeschrieben. Und jetzt muss ich mir wieder die 83.620 minus die 18.018 abziehen. Dann komme ich auf 65.602. Jetzt hier wieder 10% davon. Also meine Zinsen sind 6.560. Jetzt hier die 2 einfach mal weggestrichen. Das wären 20 Cent, die spare ich mir hier. Dann wieder 26.380 minus hier 6.560 ergibt hier 19.820. Diese wieder abgezogen von dem hier. Da bleibt hier stehen 45.782. Wieder 10% davon sind 4.578. Dann wieder Annuität minus Zinsen, ihr gebt Tilgung,
Dann habe ich Tilgung von 21.802. Jetzt seht ihr schon, die Tilgung wird immer größer, Zinsen werden immer weniger. Das ist immer eine schöne Sache. Und jetzt wieder Tilgung, also Restschuld minus Tilgung, ergibt hier 23.980. Abgezogen sind 398. Und jetzt hier muss Annuität minus Zinsen muss letztendlich diesen Wert der Restschuld geben, weil die tilge ich ja hier im letzten Jahr weg. Und wenn man es ausrechnet, sieht man, hier gibt es meinen Rundungsfehler von hier 2 Stück. Also, wie schon gesagt, da habe ich meine Cents gespart. Dann gibt es hier diesen Rundungsfehler natürlich nicht, weil das und das muss in der letzten Zeile gleich sein. Ja, dann kann ich hier überall noch die Summen bilden und mir noch ein bisschen ausrechnen, wie viel Zinsen und wie viel Annuität ich im Ganzen gezahlt habe. Aber das war's zur Annuitätentilgung. Ihr seht, Annuität ist überall gleich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Mathematik in 5 Minuten.